Hallo und herzlich willkommen bei Staubitopia. Viele von euch fragen ja immer wieder nach Rezepten für das Frühstück und deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie ihr dieses Low Carb Schokoknusper Müsli ganz einfach selber machen könnt. Viel Spaß beim Video! Ihr benötigt 2 Eier, 50 Gramm Sojaflocken, 100 Gramm Sonnenblumenkerne, 20 Gramm Proteinpulver mit neutralem Geschmack, 40 Gramm gemahlene Mandeln, 60 Gramm Kokosraspeln, 20 Gramm Kakaopulver, 30 Gramm Chiasamen, 40 Gramm Fibersirup und 100 Gramm Erythritzepuder gemahlen. Als erstes gebe ich nun zunächst alle trockenen Zutaten in eine Schüssel und verrühre diese miteinander. Als nächstes verquirle ich die Eier und gebe sie zu den trockenen Zutaten hinzu. Zum Schluss kommt noch der Fibersirup zur Masse und jetzt kann auch schon alles mit einem Löffel gut verrührt werden. Wenn alles gut verrührt ist, gebe ich die Knuspermüsli-Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und verteile es anschließend mit den Händen. Wenn ihr das Rezept übrigens noch einmal nachlesen wollt, dann schaut gerne auf meinem Blog vorbei. Einen Link dazu findet ihr unten in der Infobox und natürlich auch am Ende des Videos. Jetzt kann das Ganze schon bei 125 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 90 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Wobei ich die Masse immer wieder nach ca. 15 bis 20 Minuten mit einem Löffel auseinanderdrücke und weiter verteile, damit auch alles gut trocknen kann. Das fertige Schokoknuspermüsli sieht dann so aus. Es ist auf jeden Fall richtig schön knusprig geworden und kann dann noch, nachdem es abgekühlt ist, in schöne Einmachgläser abgefüllt werden. Und nach Bedarf könnt ihr es dann einfach zu Milch oder zum Joghurt geben oder einfach nur so genießen. Und damit ist das Schokoknuspermüsli auch schon fertig. Wenn man das hier in so ein Einmachglas füllt, dann hält sich das auf jeden Fall gute 2 Wochen. Länger hatte ich das bei mir auf jeden Fall noch nie stehen. Wenn man es dann einmal fertig hat, ist es auf jeden Fall super, denn man kann sich morgens einfach ein paar von diesen Knusperflakes in einen Joghurt oder auch in Milch einrühren und dann einfach ein schönes Frühstück genießen. Oder natürlich kann man die Flakes hier auch zwischendurch einfach mal naschen, wenn man mal gerade Lust hat auf was Süßes. Dann ist das hier auf jeden Fall eine gesunde Alternative. Ich hoffe, ihr habt Lust, das Schokomüsli auch mal nachzumachen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut! Lust, das Rezept nachzumachen? Dann könnt ihr es hier auf meinem Blog noch einmal ganz in Ruhe nachlesen. Hier könnt ihr meinen Kanal auf YouTube abonnieren und hier könnt ihr gleich noch ein weiteres Video von mir anschauen. Und? Staubitopia Zuckerfrei gibt es übrigens auch bei Facebook, Pinterest und Instagram. Schaut dort also auf jeden Fall mal vorbei.